Willkommen zurück bei Rakuen. Ja, wir sind jetzt im Besitz der leckeren Erde. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal rausfinden, wo unser lustiger Freund ist, also unsere Wurzelfreund, dann können wir ihm die Erde geben. Und gleichzeitig haben wir ja jetzt auch dieses Parfum für das Schwein, so dass wir wahrscheinlich ist der deshalb so mies drauf hier. Aha, wow, irgendwas fühlt sich anders. Ich fühle mich plötzlich glücklich. Danke, dass du die Luft hier sauber gemacht hast. Kein Problem. Guck mal, plötzlich ist er ganz nett. Oh, das ist so eine tolle Höhle. Die Geräusche des Unterwasserflusses und dieses kalte Gefühl der Steine. Ach, toll. Wow, ich mag wirklich deinen Hut. Ja, das hört sich doch mal direkt anders an. Guck mal, hier sind die beiden, die das Schweinchen brauchen. Hatten wir nicht irgendwie eine Karte? Ah ja, hier. Und da sind diese gehüpften... Warte mal, ist hier oben das Schwein dann drin? War das da oben gerade das Zeichen von dem Schweinchen? Das war nicht das Zeichen für das Schwein. Okay, gucken wir mal. Das sieht irgendwie nicht aus wie das Schwein. Es sei denn natürlich, wir müssen da nochmal eine Etage hoch für. Aber irgendwie müssen wir ja auch, ohne da drüber zu springen, zu dem Schwein kommen. Wenn ich mir das dann nur merken könnte. So, hier lang vielleicht. Hier lang und dann hier lang. Ach genau. Nein. Und dann... Genau, hier ist es. Genau, wir müssen jetzt nur noch das... Trüffelparfüm benutzen. Ja, warum riecht ihr so wie Trüffel? Ich folge euch. Okay. Das Schwein sieht auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber wir bringen es jetzt mal zu den Steinen. Zwei hier lang. So, komm mal mit. So, und dann hier lang. Okay, der rasiert die komplett weg. Steine, yeah! Jetzt möchte ich Trüffel für Nachtisch. Oh oh. Okay, das Trüffelparfüm ist Vergangenheit. Was ich jetzt aber nochmal schauen wollte. Wir haben doch irgendwo... Wo haben wir denn den Baum noch wieder gefunden? Wir hatten doch irgendwo die Wurzel schon wieder gesehen, oder? Oder täusche ich mich da? Ja, es war ja irgendwo hier links. Okay, ich glaube, wir sind erstmal runtergegangen. Ach, hier. Oh, dieser Geruch. Kann es sein, dass du den schmackhaftesten und ja, meistbegehrtesten Dreck im ganzen Land bei dir trägst?
Möchtest du der Wurzel deine Erde geben? Ja, möchte ich. Oh, wundervoll, wundervoll. Danke für dein Geschenk. Ich freue mich so. Guck mal, jetzt guckt der Kleine. Sieht irgendwie lustig aus, ne? Wie er da so steht. Okay, das heißt aber jetzt haben wir ja unserem Baumfreund alles, ja, die drei Wurzeln auf jeden Fall geholfen. Das heißt, er müsste doch jetzt... aber bevor wir da hingehen, gehen wir mal hier hoch. Schauen wir uns mal hier an, was hier oben noch so ist. Guten Tag. Ha, ich glaube, das Schwein hat endlich die ganzen Steine vor der Tür gefressen. Ja, irgendwer muss diesen Golems wirklich mal sagen, dass sie woanders Radau machen sollen. Ja, das wäre natürlich gut. Okay, hier können wir nämlich die Wasserzufuhr schon mal stoppen. So, dann müsste nämlich ein Teil des Sees, glaube ich... Naja. Fast. aber ich glaube mal, dass unser kleiner Freund, also der Baum, ein Apfelbaum ist. Und dadurch wir jetzt die Äpfel kriegen, die wir brauchen. Genau. Hallo. Oh wow, ich bin so schön. Meine Wurzeln sagen mir, dass ihr allen geholfen habt. Und weil ihr ihnen Sonne, Wasser und Erde gegeben habt, ist es mir möglich gewesen, einen voll ausgewachsenen Baum zu werden. Danke für deine Hilfe und ich fühle mich, oder wir alle fühlen uns so viel besser jetzt. Hier, um dir nochmal Danke zu sagen, wollte ich, dass du einen von meinen Früchten bekommst. Wir haben einen Siedelapfel bekommen. Perfekt. Wir gehen hier trotzdem mal weiter. Okay, hier oben ist gar nichts. Weil ich nochmal schauen will, ob hier auch noch von diesen komischen Pilzen ein paar sind. Genau, hier ist nämlich auch nochmal einer. Wir wollen ja, wenn, den Krieg mit unterstützen. Okay, wir gucken mal hier runter noch. Na, hier ist auch nochmal einer. Gehen nochmal überall lang. Auch noch einer. Dann können wir nämlich gleich den Apfel an den Golem da geben. Dass der was zu fressen hat. Und dann endlich der sich wieder wegbewegen kann. Um dann ja, dass wir da wahrscheinlich das Wasser auch noch ausmachen können. Um dann dementsprechend ja, die Werkzeuge zu bekommen. So dass wir dann endlich unserem Freund da helfen können. Und er uns natürlich auch helfen kann. Okay, die Wurzel freut sich immer noch, das freut mich sehr. Okay, hier sind wir bei den Ghetto-Gangstern. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu unserem Golem-Freund. Oder ich glaube doch, dass es ein Golem ist. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, was uns danach noch erwartet. Ich bin sehr gespannt. So. So. So, gehen wir hier noch mal ein bisschen weiter. Okay, das müsste jetzt, glaube ich, hier hoch sein. Genau, und da links. Die Musik, die finde ich total toll. Wenn die so fröhlich ist. Ich rieche da einen Siedlerapfel. Möchtest du dem Golem einen Siedlerapfel geben? Ja, möchte ich. Oh, Junge! Ich fühle mich so anders. Ich habe so mal so viel mehr Energie. Uhu! Ich hoffe nicht, dass er irgendwas zerstört. Okay, ist auch noch einer.
Ich bin, glaube ich, hier der hellste glühende Pilz in hier. Wir sprechen hier von 1000 Watt, 90 Sekunden Intervall und ich kann ungefähr mein eigenes Gewicht fünfmal drücken. Ja, du bist schon ein krasser Typ, bist du. Ja, damit wurde der See trocken gelegt. Ja, guter, great job. Ja, wir haben einen ganzen See trocken gelegt, nur damit ein Freund von uns seine Werkzeuge bekommt. Wenn das nicht mal was Tolles ist, so in die Natur einzugreifen, dann weiß ich auch nicht. Ja, wir haben die ganzen Werkzeuge gefunden, aber auf der rechten Seite war ja auch noch eine Kiste, wenn mich nicht alles täuscht. Die wollen wir natürlich auch noch holen. So. Genau, da ist noch Geld drin. Money in the Bank. So. Oh, meine wundervollen Werkzeuge. Okay, wir haben ihm die Werkzeuge gegeben. Vielen Dank. So, nun, wie versprochen, mache ich hier den Weg frei. Zack, zack, zack. Da geht's lang. Naja, ich gehe mal jetzt besser zurück zu meinem Shop. Vielen Dank für alles. Oh, eine Sache noch. Wenn du meinen Shop besuchen kommst, dann kann ich dir selber ein paar Werkzeuge bauen. Es wird mich ein bisschen Zeit kosten, um alles wieder ans Laufen zu bekommen natürlich. Also, warum kommst du nicht vorbei, wenn du fertig bist bei Morizora? Hoffentlich werde ich dann fertig sein. Viel Glück. Okay, weil in der Höhle sind nämlich noch ein paar andere Bambusdinger, die wir hier wegrasieren wollen. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal schauen, dass wir natürlich zu Morizora kommen. Ich empfehle Ihnen, diesen Weg nicht weiterzulaufen. Da sind zu viele Envoys hinter diesem Punkt. Okay, dann machen wir es natürlich auch nicht. Dann gehen wir weiter hier hoch. Und treffen Morizora. Es sieht so aus, als hätten wir Besucher. Ich erkenne ihre Art nicht. Ich glaube nicht, dass sie von Morizoras Wald kommen. Definitiv nicht von hier. Definitiv nicht. Es ist viele Jahre her, seitdem wir Besucher hatten, solche wie diese. Sag mir, kleiner Mann, was bringt dich in die Hallen, in die Lichtung des Hüters? Ich möchte Morizora fragen, ob er mir einen Wunsch gewährt. Ich bin bereit, dafür alles zu tun, was nötig ist. Es tut mir leid, aber Morizora schläft schon eine ganze Weile nach. Oh. Wisst ihr, wann er wieder aufwachen wird? Mein Junge, das ist nicht so ein normaler Schlummer. Das... Also eine Dunkelheit hat sich bei Morizora über Morizoras Ländern breit gemacht und auch über ihn. Eine Dunkelheit? Sieh mal, wir haben diese Welt lange mit den Envoys geteilt. Sie sind Geister zwischen
diesem Königreich und dem nächsten. Typischerweise sind sie friedvoll und sind, ja, kommen mir einfach nur durch. Doch in letzter Zeit wurden immer mehr von ihnen, ja, mit negativer Energie überfüllt. Mit Wut und Angst und Hass. Der ganze Wald kann es fühlen. Wenn Morizora schläft und ja, die Dunkelheit das ganze Land befällt, sind wir alle in Gefahr. Das ist schrecklich. Wir müssen etwas tun. Lass mich versuchen, ihn aufzuwecken. Ach, mein Junge. Morizora kann nicht einfach, ja, einfach aufgeweckt werden. Wenn die Dunkelheit ist, der Grund ist dafür, dass er in den Schlaf gefallen ist, dann das Einzige, was ihn wirklich wieder aufwecken kann, ist ein spezielles Lied. Ein Lied, was wir Mori no Kokoro nennen. Könnt ihr es mir beibringen? Nein, mein Kind, ich kann das nicht. Aber das heißt nicht, dass du es nicht lernen kannst. Wenn du Sachen hören kannst, die eigentlich zu leise sind für deine Ohren, die Angst und das, die Hoffnung und die Träume von denen, die um dich herum sind, dann kannst du ihn aufwecken. Es tut mir leid, aber ich verstehe das nicht. Sieh dich um. Siehst du Steine mit siehst du die Steine mit den verschiedenen Markierungen? Ja. Jeder von ihnen repräsentiert eine Stimme, ja, die nach deiner Hilfe schreit. Gerade jetzt. Ein Mann, der eine Verbindung zu seiner Frau hat. Eine Frau, die sich darauf vorbereitet, das zu verlieren, was sie am meisten schätzt. Such sie und such sie und den Rest, der nach dir ruft. Wenn du ihnen hilfst, dann werden wir es dich lehren, was du lernen willst. Also quasi das Lied. Siehst du den Stein da hinten? Ja. Hör zu. Ach, Winston. Meine Frau schläft jetzt schon seit Monaten. Irgendwas sagt mir, das ist ein guter Ort, um zu beginnen. Viel Glück, Junge. Komm zurück zu uns, wenn du Hilfe brauchst. Ja. Und ich denke mal, mit diesen Worten startet vielleicht sogar das eigentliche Abenteuer in diesem Spiel erst. Das heißt, wir müssen 5 Leuten helfen, 5 armen Seelen, die etwas verloren haben oder die etwas suchen, denen es schlecht geht, und mit denen müssen wir helfen, damit sie sich wieder besser fühlen. Und wenn wir das getan haben, dann können wir hoffentlich Morizora wieder erwecken, sodass uns der große Morizora dann einen Wunsch gewährt. Aber das sehen wir in den nächsten Folgen von Rakuen. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen.
Wir sehen uns dann in den nächsten Folgen. Bis dahin, auf Wiedersehen.